Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Ich bin jetzt so viele Jahre alleine und ich möchte einfach mal wieder einen Mann an meiner Seite haben. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir uns beim ersten Date gleich küssen werden, aber... Mit Schatzi ist wohl nicht meine Mutter gemeint, oder? Gib das Handy her. Sag mal, was ist denn hier los? Deine tolle Tochter schnüffelt hier in meinem Handy rum. Ich glaube, ich spinne. Und dein feiner Freund telefoniert hinter deinem Rücken mit Schatzi. Sag mal, was machst du denn die ganze Zeit? Andrea. Volltreffer. Rolf Sauer und Andrea Vicente. Schauen wir mal, wer zu Hause ist. Fünf Jahre nach dem Unfalltod ihres geliebten Mannes ist Bianca Müller bereit für eine neue Beziehung. Über eine Kontaktanzeige in der Zeitung ist eine Partnervermittlungsagentur auf die Witwe aufmerksam geworden. Heute ist Agenturchefin Raffaela Wagner persönlich zu Besuch, um einen Vertrag mit der alleinstehenden Verkäuferin abzuschließen. Du hast so viel getrauert. Es ist wirklich an der Zeit, dass du jetzt wirklich mal den richtigen Mann wieder an deiner Seite hast. Du wirst doch auch nicht jünger. Ja, ich weiß, aber weißt du, 6.000 Euro ist schon halt ein großes Vermögen für mich. Ja? Das musst du mir nicht sagen. 6.000 Euro ist eine Menge Geld. Aber was willst du machen? Dein Leben ist noch lang. Und mit dem richtigen Partner an deiner Seite? Schau doch einfach noch mal in unseren Katalog. Ja, das mache ich jetzt. Du hattest doch da so einen netten, den Hannes. Ja, schlag der doch Hannes noch mal war den das. Hannes Wo war denn der noch mal? Ich glaube, das ist der ideale Partner für dich. Der weckt auch deine Interessen. Das mit dem Tierschutz, das gefällt mir total, ne? Und ha, du hast ihn überblättert. Schau. Ach, da ist er. Ja. Genau. Schau mal, blond. Also das ist wirklich der ideale Mann für dich. Wenn du jetzt unterschreibst, ja, du müsstest hier unterschreiben und dort und auf der anderen Seite. Ich könnte mich nachher sofort ins Büro setzen, einen Termin mit ihm vereinbaren. Vielleicht kannst du dich vielleicht zum Wochenende schon mit ihm treffen. Ja, ja, natürlich, wenn er Zeit hat. Das also ist wirklich kein Problem. Raffaela, ich vertraue dir und ich unterschreibe jetzt. Das ist okay? Toll. Ja, okay. Da steht gut. Deinem Glück nichts mehr im Wege. Gut. Das ist eine tolle Sache. So, Raffaela, jetzt bin ich aber wirklich pleite. Du hast dein Geld wirklich richtig investiert, glaub mir. Bianca setzt große Hoffnungen in die Partnervermittlungsagentur und soll bereits drei Tage später ihren Wunschkandidaten Hannes kennenlernen. Doch der hat gestern abgesagt und deswegen bekommt sie heute von der Agentur Ersatzmann Dietmar geschickt. Ach du Scheiße, das ist er. Oh nee. Oh. Bianca? Ja, Dietmar? Super, dass du draußen sitzt. Wieso? Da kann ich wenigstens auch eine rauchen. Ah. Weil da drin darf man ja nicht mehr rauchen. Ja. Und seitdem dieses Rauchverbot ist innerhalb, Ja, also eigentlich, Dietmar, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich habe mein Profil angegeben, dass ich nicht Raucherin bin. Und ich bin auf der Suche nach einem Mann, der auch nicht raucht, ja? Also, ach so? Das ist nicht so mein Ding, ja? Na, wieso? Ja, ich finde Zigaretten widerlich, ja? Und oh, das stinkt, ja. Also, so doll stinkt es ja auch wieder nicht. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich habe noch nie geraucht, ja, geschweige denn jemals anzufangen. Na, also, aber jeder fängt mal an. Also, nee, definitiv mal nicht warum bei nicht? Mir. Das ist einfach widerlich. Das stinkt und ach, weißt du was, Dietmar? Ja, was? Wir machen jetzt Folgendes. Das klappt nicht zwischen uns. Warum denn nicht? Ich wünsche dir alles Gute bei deiner Partnerwahl. Wieso? Aber Bianca, wir können uns noch besser kennenlernen. Ja. Nee, du, lass mal gut sein, Junge, ja? Ciao. Ich habe explizit in meinem Partnerprofil angegeben, dass ich nicht Raucherin bin. Und was schicke die mir? Ein Kettenraucher. Am nächsten Tag ist Bianca mit ihrer besten Freundin und Kollegin Martina zum Kochen verabredet. Enttäuscht berichtet sie von dem verpatzten Date. Auch Biancas Tochter Vicky ist zu Hause. Die 20-Jährige hält nicht viel von der Männersuche über eine Partneragentur. Spätestens wenn dir die so einen Kettenraucher schicken wie neulich, musst du doch merken, dass die nicht ernsthaft für dich suchen. Aber weißt du, Vicky, jetzt habe ich so viel Geld bezahlt. Ja, eben. Und jetzt zieh ich es auch durch, ja?
Mensch, Vicky, das verstehst du einfach nicht. In unserem Alter lernt man einfach nicht überall irgendeinen Kerl kennen. Das mag bei dir anders da sein. Du gehst in die Disco und lernst gleich 10 Stück kennen. Schwachsinn. Also erstens stimmt das nicht und zweitens muss eine Frau keinen Mann haben. Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Schon mal gehört? Ach, Vicky, du mit deinen Mannssprüchen. Klar kann eine Frau ohne Mann auch glücklich sein, ja? Aber weißt du, ich bin jetzt so viele Jahre alleine und ich möchte einfach mal wieder einen Mann an meiner Seite haben. Ja, aber den triffst du doch so ganz bestimmt im wahren Leben. Man muss doch ganz schön verzweifelt sein, der Agentur so viel Geld in den Rachen zu schieben. Mensch. Für Raffaela ist sie doch die einsame, verzweifelte Witwe. Und das nutzt sie aus. Euch kann man nicht mehr helfen. Und Mama, kannst du dich bitte beeilen mit dem Essen? Ich hab so was. Ja, junges Fräulein, ja? Änder mal ein bisschen deine Tonlage. Ja, ich hab halt nicht so viel Zeit. Ey, das sind 6.000 Euro, die meine Mutter in diese Partnervermittlung investiert hat. Wie kann sie denn nicht einsehen, wie viel Geld das ist? Das hätte man so viel besser investieren können. Wir waren schon ewig lang nicht mehr im Urlaub. Bianca kann die Wut ihrer Tochter zum Teil verstehen. Schließlich hat sie all ihre Ersparnisse in die Partneragentur gesteckt. Und dann war das erste Treffen auch noch ein kompletter Reinfall. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs, wie die Wahlberlinerin feststellen muss. Guten Tag. Bianca Müller. Ja? Mein Name ist Uwe Bast, ich komme von der Agentur Endlich zu zweit. Sie haben da noch eine offene Rechnung. Was für eine Rechnung? Ich habe das schon alles bezahlt. €1.500? Das ist unmöglich. Also, das ist bestimmt ein Missverständnis. Ja? Also, ich würde jetzt mal Raffaela da anrufen. Raffaela anrufen bringt nichts. Sie hat mich höchstpersönlich hierher geschickt, um die Kohle einzutreiben. Ich habe nicht so viel Geld hier im Haus. Ja? Also, wo soll ich das herholen? Zick jetzt hier nicht rum. Lass dir was einfallen. Bianca soll für das Ersatzdate mit Kettenraucher Dietmar 1.500 Euro zahlen. Und es kommt noch schlimmer. Denn Geldeintreiber Uwe Bast hat darauf bestanden, die Witwe zum Bankautomaten zu begleiten. Sorry, es tut mir leid, aber mein Dispo ist total überschritten diesen Monat. Ich habe kein Geld auf dem Konto. Das ist jetzt nicht mein Problem. Leider das Geld irgendwo. Sprich jemand an, besorgt die Kohle. Hören Sie, ich werde alles versuchen, an das Geld ranzukommen, ja? Also, ich mache alles machbar. Eine Woche, maximal eine Woche, dann ist die Kohle da. Ist die Kohle dann nicht da, bin ich nicht mehr der Gemütliche. Dann werde ich ungemütlich und dann möchtest du sicher nicht miterleben. Nee, also, ich besorge das Geld in einer Woche und dann machen wir das so. In einer Woche ist die Kohle auf dem Tisch. Ciao. Ciao. Bianca ist eingeschüchtert, will die Angelegenheit aber trotzdem klären. Bereits eine halbe Stunde später steht die 42-jährige Witwe in der Partnervermittlungsagentur auf der Matte. Bianca kann sich die Rechnung für das missglückte Date nicht erklären und sucht bei Agenturchefin Raffaela Wagner nach Antworten. Die Frauen hatten von Anfang an ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Doch nun bleibt Raffaela knallhart und will Kohle sehen. Aber weißt du was? Ich dachte, dass wir Freundinnen sind. Und wenn ich ehrlich bin, ich will das Ganze gar nicht mehr. Ich will aus dem Vertrag raus. Dazu muss ich dir wirklich mal sagen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Das wirst du ja schon irgendwo mal gehört haben, ja? Und aus dem Vertrag, meine Liebe, da kommst du nicht mehr raus. Du solltest vielleicht auch mal das Kleingedruckte im Vertrag lesen. Du hast unterschrieben, dass du auf dein Widerrufsrecht verzichtest. Nee. Ich habe das schwarz auf weiß. Geh nach Hause, lese es dir durch und dann werden wir ja sehen. Das ist unmöglich. Ja, nee. Wenn du der Meinung bist. Ich würde dich jetzt bitten, einfach mein Büro zu verlassen, weil ich habe Termine. Ja? Mach's gut. Bianca ist schockiert, dass sie einfach vor die Tür gesetzt wird. Doch so leicht gibt sie nicht auf. Bereits am nächsten Morgen hat die 42-Jährige einen Termin in der Kanzlei von Rechtsanwalt Bernd Römer. Die Witwe will gegen die Machenschaften der Single-Agentur vorgehen und sich nicht noch mehr Geld aus der Tasche ziehen lassen. Am liebsten würde sie sogar komplett von dem Vertrag zurücktreten. Und der Jurist hat auch schon eine Idee, wie das klappen könnte. Das ist ja ein Haustürgeschäft gewesen, was Sie da abgeschlossen haben.
Wissen Sie, was das heißt? Das ist ja bei Ihnen zu Hause gemacht worden, genau. Dieses Geschäft. Der Vertrag ist da zu Hause in einem geschützten Bereich auch zustande gekommen. Das ist eine besondere psychologische Situation für Sie auch gewesen. Mhm. Und der Gesetzgeber hat dem Rechnung getragen, indem bei solchen Geschäften immer ein Widerrufsrecht gilt. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich schreibe jetzt an die Agentur, ich widerrufe diesen Vertragsabschluss und werde die auffordern, keine weiteren Forderungen mehr an Sie zu stellen. Ja. Ob wir noch von dem Geld was zurückkriegen, was Sie schon bezahlt haben, das weiß ich nicht, das müssen wir mal gucken. Das kommt drauf an. Eine Sache ist noch ganz wichtig. Und zwar, es kann sein, das habe ich auch schon erlebt, dass die Agenturen Ihnen auch nach dem Widerruf noch weiter irgendwelche Jungs schicken, irgendwelche Männer. Ja. Sie gehen darauf nicht ein, das ist ganz wichtig. Sie vermeiden jeden Kontakt, Sie erklären sofort, ich habe damit nichts mehr zu tun. Sie dürfen sich da auf nichts einlassen, sonst sagen die, wir haben wieder eine Leistung erbracht, die haben Sie angenommen und dafür kriegen Sie eine neue Rechnung. Und möglicherweise müssen Sie die dann zahlen. Durch das Gespräch mit dem Anwalt hat Bianca neue Hoffnung geschöpft. In der folgenden Woche versucht sich die Verkäuferin auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Doch ein mulmiges Gefühl bleibt, denn die vom Schuldeneintreiber gesetzte Frist ist vorgestern abgelaufen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Hey Puppe, lass den Blödsinn, du weißt genau, warum ich hier bin. Ich habe der Sache meinen Anwalt gegeben. Und im Notfall geht's vor Gericht. Also lassen Sie mich bitte in Ruhe, ja? Wie wär's denn erstmal mit Schulden bezahlen? Ich hab das Geld nicht. Hören Sie auf, mir ständig zu drohen. Weiß eigentlich dein Chef, dass du eine offene Rechnung hast wegen Männerdates? Das gehört nicht hierher, ja? Ich arbeite hier. Lassen Sie mich sprechen? Wer bist du denn, Puppe? Hören Sie mal, das Privatleben meiner Angestellten geht mich überhaupt nichts an. Und Sie wollen hier offensichtlich nichts kaufen, also verlassen Sie bitte sofort meinen Laden. Hey, 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 wieso das denn? Weil Sie meine Angestellten belästigen und von der Arbeit abhalten. Raus jetzt hier. Raus oder soll ich gleich die Polizei rufen? Raus! Ganz schnell! Freund, schon, wenn ich dich hier noch mal erwische, werde ich die 1-0 wählen. Halt hast du verstanden? Raus! Nachspiel. Raus! Raus! Lass dich hier nie wieder blicken, du hast hier Hausverbot. Martina, du bist der Hammer. Danke dir. Das ist doch kein Problem. Oh, danke. Weißt du was? Oh, süß, ich muss dich jetzt erstmal ablenken. Ich habe was ganz Geiles gebucht. Ich muss dir das zeigen. Nee, komm mit. Das bringt dich auf neue Gedanken. Okay. Komm. Ich finde wirklich, die Bianca sollte sich mal ein bisschen entspannen. Die Sache ist jetzt beim Anwalt, der kümmert sich darum. Und ich denke mir, ich habe einen Singlekurs gebucht zum Tanzen. Und vielleicht findet sie da ihren Prinzen und kommt auf andere Gedanken. Drei Tage später startet der Single-Tanzkurs, den Martina für Bianca gebucht hat, um sie von ihren Sorgen abzulenken. Bianca ist dem 44-jährigen Uwe zugeteilt. Doch der schießt sich mit seinem Gefummel ins Aus. Lassen Sie mal bitte oben, ja, also. So, das war doch schon ganz schön. Dann machen wir mal kurz eine Pause. Also ich glaube, ich brauche jetzt auch mal ein Päuschen, ne? Also. Ich werde jetzt ja so richtig warm. Ja. Man muss es einfach haben, ja? Dieses Gefühl für den Rhythmus. Aber es muss auch irgendwie passen und irgendwie passt es nicht so richtig, ne? Ja, aber also, weißt du, das geht über die Landesgrenzen hinweg, ja? Dieses Tanzen und dieser Rhythmus komm, ich zeig dir mal. Pass mal auf. Komm, da ist ein so ein Schwung, das würde ich dir gerne mal zeigen. Also, vielleicht ein anderes Mal. Mir ist es ein bisschen zu viel jetzt. Warst du schon mal in Rio? Rio ist geil. Ich war noch nie in Rio. Letztes Jahr, da war ich beim Tanzprojekt, bei so einem Tanzfestival, ja? Und da haben wir getanzt. Pass auf, ich zeig dir mal. Ja, aber das hier ist es doch was anderes. Wir sind hier nicht in Rio. So, also, dann wollen wir noch mal ein bisschen weitermachen und machen mal ein bisschen Salsa. Ich glaube, ich gehe jetzt mal, ja, also. Oh, da kommt mein Lieblingssong, komm, den müssen wir, da will ich dir was zeigen. Nee, das ist also total klasse. Schön für dich, aber ein anderes Mal, okay? Also. Ja, aber mit wem soll ich jetzt tanzen? Es wird sich bestimmt eine passende Frau finden heute Abend, okay? Also ich gehe jetzt mal, tschüss. Tschüss. Also das war jetzt nichts mit diesem Single-Tanzkurs. Ich verstehe gar nicht, was Martina an solche Veranstaltungen findet. Ja? Also für mich, ich habe das Gefühl, es hat sich erledigt und mit diesen schrägen Vögeln will ich nichts mehr zu tun haben. I'm alone, set me free.
Bianca hat bei der Männersuche einfach kein Glück. Vor allem der Ärger mit der Partnervermittlungsagentur bereitet ihr auch am nächsten Tag bei der Arbeit Kopfzerbrechen. Seit die Verkäuferin ihren Anwalt eingeschaltet hat, verhält sich die Agentur auffallend ruhig. Zu ruhig, findet die Witwe. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, die sind erstmal für Sie. Für mich? Ja. Wie komme ich zu dieser Ehre? Ja, also darf ich mich erstmal vorstellen, ich bin der Rolf und ich habe Ihr Profil auf der Seite von der Agentur Endlich zu zweit gesehen. Und da wollte ich einfach mal vorbeikommen und... Nee, also mit der Agentur möchte ich nichts zu tun haben und die möchte ich auch nicht. Okay, aber wollen Sie mir nicht vielleicht doch noch eine Chance geben? Ich meine, ich bin ja extra hergekommen, um Sie kennenzulernen und... Also das hat wirklich nichts mit Ihnen zu tun. Sie sind ein ganz netter Mann und Blumen, da freut sich jede Frau, aber ich kann das nicht annehmen. Ja? Ist aber nichts Persönliches, nichts gegen Sie, ja? Okay. Wissen Sie, ich lasse die Blumen mal hier und ich lasse auch meine Karte hier, da haben Sie meine Nummer und vielleicht überlegen Sie sich's anders. Ich meine, wir können die Agentur da komplett rauslassen. Ich meine, vielleicht... Also ich habe da wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Partneragentur und es hat wirklich nichts mit Ihnen zu tun, ja. Vielleicht überlegen Sie es ja doch anders und hier ist meine Nummer, den Blumenstrauß lasse ich auch hier und wünsche Ihnen doch einen schönen Tag trotzdem. Wünsche ich Ihnen auch, ja. Bist du wahnsinnig? Du lässt so einen Typen laufen? Voll der Gentleman mit Blumen? Ja, der Typ ist ja ganz okay, aber der kommt von dieser Agentur, wo die Raffaela dahinter steckt. Ach Mensch, Bianca, das ist schnuckelig Kälte, den nimmt man mit. Ja, aber du weißt doch, der Anwalt hat mir explizit gesagt, Frau Müller, lassen Sie die Finger weg von einem Date, alles, was von dieser Agentur kommt. Also, ja, es okay. geht nicht. Vielleicht hast du recht, aber eigentlich, aber weißt du was? Ja. Eine ganz geile Idee, das wollte ich nämlich erzählen, bevor dein Prinz reinkam. Oh je, was hast du jetzt schon wieder vor? Nein, nein, nichts Stressiges. Weißt du, was wir machen? Ja. Ich habe uns angemeldet zum Single-Dinner. Wir sitzen mit schnuckeligen Kerlen beim Essen. Und erhalten uns gut, schlemmen ein bisschen, das wird bestimmt geil. Und da ist bestimmt jemand dabei. Ihrer Freundin zuliebe nimmt Bianca abends an dem gebuchten Single-Dinner teil, das sich als Speed-Dating entpuppt. Doch das hätte sich die Witwe auch sparen können. Denn Rosenkavalier Rolf geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Ihre Dinnerpartner hingegen langweilen sie fast zu Tode. Hallo, mein Name ist Marcel. Schön, dass ich endlich mal die Gelegenheit habe. Ich bin Bianca. Hallo, ja. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für sowas hier. Also meine Mutter hat mich hergeschickt, muss ich dazu sagen. Ich bin eher so der häusliche Typ. Ich wohne auch noch bei meiner Mama. Sorry, was bist du noch mal für ein Typ? Nee, eher so der gemütlichere. Also so schöner Fernsehabend zu zweit, auf der Couch, zu Hause, mit ein paar Schnittchen. Du, sorry, ich muss mal oben an die Luft. Ja, gerne. Bianca, Süße, was ist denn los? Amüsierst du dich nicht, oder was? Nee, du, ich hab einfach nur Pech. Ich hab voll den Spaß. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich denk die ganze Zeit auch an diesen Rolf, weißt du? Ja, das verstehe ich. Das ist ja auch ein Kavalier all der Schule. Aber weißt du was, ich glaube, ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr auf diese schräge Vögel da unten. Jetzt komm, der Abend fängt gerade erst an. Jetzt wird es erst richtig schön da unten. Nee, Süße. Sondern nicht gehen. Mach mir bitte einen Gefallen. Hol mir bitte meine Handtasche und meine Jacke. Und ich warte auf dich, stehe da vorne und dann bringst du es mir einfach. Jetzt ernsthaft oder was? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir zu blöd da unten, echt. Na ja, gut. Okay? Also ich bring's dir gleich. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Ja, okay. Das Essen war ja ganz gut, aber die Tischgespräche waren der reine Horror. Also diese Events, die sind einfach nicht für mich gemacht. Und ich verstehe auch nicht, was Martina so an diesen Smalltalks da findet mit so wildfremden Menschen. Naja gut, jedem das Seine. Eine Woche später verbringt die Witwe mit Tochter Vicky und Freundin Martina einen Frauenabend zu Hause. Völlig überraschend wurde eben ein Blumenstrauß für Bianca abgegeben. Der Absender, Rolf.
Der Berliner muss ihre Adresse von der Partneragentur haben. Echt, da schickt er dir Blumen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Blumen gekriegt habe. Wie aufmerksam. Ein richtiger Kavalier von der alten Schule. Ja. Solche Männer gibt es ja gar nicht. Ja. Ein richtiger Rosenkavalier, absolut, ne? Ja, und die Betonung liegt auf Kavalier, meine Liebe. Ey, Mama, du lässt dich doch nicht von so ein bisschen Grünzeug bezirzen. Geht das schon wieder los. Vicky, du bist sowas von unromantisch, ja? Und dieser Rolf, der scheint ja wirklich ernsthafte Interesse zu haben. Ich sorg mich bloß um dich, Mama. Hast du schon vergessen, was der Anwalt gesagt hat? Vicky, du brauchst dich um mich nicht zu sorgen. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Dieser Rolf, der hat ja auch wirklich, der macht einen so tollen Eindruck und einen ehrlichen Eindruck auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch. Und ich denke auch, du solltest dich mit ihm treffen, weißt du? Vielleicht hat er nämlich die gleichen Erfahrungen gemacht wie du mit der Agentur. Und du hältst dich mal ein bisschen mit dem. Und vielleicht könnte der Raffaella vielleicht so ein bisschen in die Karten gucken. Weißt du, rette muss man mit den Leuten, rette. Ja, also weißt du was? Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich rufe jetzt mal den Rolf an und ich werde mich mal mit dem treffen. Ey. Ich habe ein super gutes Gefühl und ich denke, dass du richtig liegst. Und das könnte der richtige Mann für dich sein. Ich denke auch, du solltest ihn anrufen. Wie kann man denn so bescheuert sein? Wer von euch ist eigentlich die Blödere? Ey, nach allem, was passiert ist, würde ich mich doch nicht mit so einem Kerl von der Agentur treffen. Später kriegt die noch davon Wind und meine Mutter kriegt eine fette Rechnung. Ey, meine Mutter ist so blauäugig. Nach allem, was passiert ist, müssten bei ihr doch die Alarmglocken schellen. Aber nein, sie kriegt ein paar Blümchen und alles ist wieder gut.